dieser Aufgabe sollen wir jetzt den Betrag der resultierenden Kraft berechnen und den Betrag des resultierenden Moments. Als erstes kümmern wir uns um den Betrag der resultierenden und gucken uns in Schritt Nummer 1 die Struktur an, gucken, was wir gegeben haben. Rechts habe ich schon eingezeichnet, wir sehen hier die Beträge der Kräfte und keine Vektoren. Wir haben Längen und auch einen Winkel. Wir haben das Bild dazu gegeben mit allen Abständen und sagen jetzt okay, als erste Struktur haben wir es festgestellt, wollen jetzt für unsere Formel Vektoren erzeugen. Beginnen wir mit F2. Den wollen wir zu einem Vektor umformen. Jetzt brauchen wir im Idealfall ein Koordinatensystem. In der Aufgabe ist aber keins gegeben. Das ist aber kein Problem, denn wir können uns unser eigenes reinzeichnen. Hier E1 und hier mache ich mal E2. Ich setze das auch im Punkt A an, weil im Endeffekt ist der Betrag gesucht. Und da fallen dann die ganzen Vorzeichen wieder weg. So, das heißt, wir definieren das jetzt einfach so und sagen, Vektor E2 ist in 0 und E2 Richtung mit dem Betrag, also 4. Dann F3 ist dann gleich in 7 E1 Richtung und 0 in E2 Richtung. F1 sehen wir jetzt, okay, der liegt schräg, also müssen wir ihn aufteilen. So, F1 teilen wir jetzt mal auf. Und zwar habe ich hier den Winkel schon eingetragen, der ist auch gegeben. Wir wollen jetzt zuerst als erstes die E1 Komponente berechnen. Das wäre dann FE1 ist gleich der Sinus von Alpha multipliziert mit dem Betrag von F1. Das ist dann gleich Wurzel 3. Und für FE2 müssen wir jetzt eins beachten. Wir sehen jetzt, okay, wir haben unser eigenes Koordinatensystem eingetragen. Das heißt, die Komponente in E2 Richtung von F1 wirkt entgegen. Also müsste die negativ sein. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben unser eigenes Koordinatensystem eingetragen. Ist das denn auch so richtig? Wir können das ganz schnell überprüfen. Ich mache hier einmal eine kleine Skizze. Ich trage hier die Kraft F2 ein und hier unten die E2-Komponente von F1. Und wir sagen jetzt, ich möchte zwischen diesen beiden Kräften die resultierende berechnen. F2 ist größer als die Komponente, also müsste uns jetzt klar sein, okay, im Endeffekt sieht die resultierende dann irgendwie so aus. Etwas kleiner als F2, weil ich ziehe dann F2 minus F1 E2 ergibt dann die resultierende. Und die muss positiv sein. Also muss die E2-Komponente von F1 negativ sein. Das stimmt alles soweit. Also tragen wir hier ein Minus ein. Machen dann Cosinus von Alpha mal Betrag von F2. Also Cosinus 60 mal 2. Das ist dann Minus 1, das Minus dann aus unserem Koordinatensystem. Jetzt haben wir alles in Vektoren umgeschrieben, ich schreibe das hier einmal sauber auf. Vektor F1 ist dann gleich Wurzel 3 minus 1. Und jetzt können wir wieder in Schritt 2 für R berechnen unsere Formel. Das heißt, wir summieren wieder alle auf. Plus Wurzel 3 minus 1. Und da das hier noch nicht das Endergebnis ist, schreibe ich hier 7 plus 3 plus Wurzel 3 und 3. Denn gesucht ist ja der Betrag. Also bilden wir jetzt noch den Betrag. Was wissen wir, ist Wurzel 7 plus Wurzel 3 zum Quadrat plus 3 Quadrat. Und das ergibt dann 9,233 Newton. Die Antwort hier ist also ein Betrag, also muss positiv sein, wir haben den Betrag gezogen, weil auch die Länge gesucht ist und überhaupt nicht nach der Richtung. Und damit kommen wir auf ein positives Endergebnis. Im zweiten Teil ist jetzt gesucht, dass der Betrag, auch wieder Betrag des Momentes zum Punkt A, also der Betrag des resultierenden Momentes, und jetzt werden wir das direkt mit dem zweiten Weg machen, das heißt dem optischen. Wir wissen, dass hier unten Punkt A ist. Da haben wir sogar unser Koordinatensystem reingelegt. Besser geht's nicht. Ich halte jetzt also meinen Daumen in die E1-Richtung und gucke, was dreht denn alles da rum. Und sage, okay, um die E1-Richtung dreht eigentlich gar nichts. Und sage dann, gut, dann ist der Betrag, also
dann ist von Moment A ist dann gleich in E1 Richtung 0. Dann halte ich meinen Finger in die E2 Richtung und sehe auch hier, um die E2 Richtung, hier zeigt der Daumen, dreht auch keine Kraft. Ich habe keinen Abstand, also auch keinen Moment. Was jetzt bedeutet, wir müssen hier unser Koordinatensystem um eine E3 Richtung erweitern. Sagen gut, der Daumen zeigt jetzt zu mir, aus dem Bildschirm zu mir, und jetzt gucke ich, welche Kraft dreht denn jetzt um E3. Und dann sehe ich, okay, F2 dreht positiv um die E3 Richtung, F3 negativ und F1 auch negativ. Jetzt haben alle Kräfte einen Hebelarm, und das zu beachten, wenn ich das optisch mache, muss mir bewusst sein, dass wenn ich eine Kraft und einen Hebelarm multipliziere, dass dann das Moment in die dritte Ebene geht. Also hier 0 in E2, aber wir haben hier ein Moment um A, Komponente 3. So, jetzt müssen wir die berechnen und anschließend dann das Moment berechnen. Das machen wir optisch, das heißt, wir gucken uns, also wir haben angeguckt, in E1 ist 0, in E2 ist 0 und jetzt in E3 schreiben wir auf, versuchen mich einmal raus und sagen, okay, zuerst fangen wir an mit der Kraft F3. Ich fange einmal von hinten an und sage dann, okay, wo ist denn der Hebelarm, der senkrecht zu meinem Punkt geht? Das wäre dann in dem Fall hier B plus C. Das heißt, ich habe B plus C multipliziert mit dem Betrag von F3. Aber das dreht ja rechts rum, und da ich hier mit der Drei-Finger-Regel die E3-Richtung zu mir zeigt, also der Daumen zeigt in E2, dann spalte ich den Zeigefinger ab, der zeigt in E2-Richtung, und wenn ich meinen Mittelfinger dann senkrecht zu beiden abspreize, habe ich die E3-Richtung, das heißt, sie muss zu mir zeigen, und wenn ich darum dann die rechte Hand drehe, dann kommt meine Rotationsrichtung raus. Das ist wichtig für die Berechnung. Fürs Endergebnis ist es dann wieder, wenn ich alles andersrum mache, irrelevant, weil es nur der Betrag gesucht ist. Aber ich muss mich einmal vorher festlegen. Das heißt, F3 dreht negativ hier unten. Und dann gucke ich mir F2 an. Okay, F2 dreht diesmal positiv. Das heißt, mit dem Hebelarm von hier bis hier, das sind 5a. Das heißt, 5a. multipliziert mit dem Betrag von F2. Und jetzt fehlt noch F1. F1 könnten wir jetzt geometrisch diesen Abstand berechnen, aber das ersparen wir uns, denn wir haben schon die einzelnen Komponenten berechnet und die gucken wir jetzt an, welche Richtung die drehen. Wir sagen, okay, wir fangen mit F1 E1 an. Der dreht negativ mit dem Hebelarm C. Das heißt, minus C mal Betrag von F1 E1 und dann F1 E2, das ist dieser hier, dreht auch negativ mit dem Hebelarm 3a. Minus 3a mal Betrag von F1 in E2 Richtung. So, das ist dann auch unsere Formel und das ist dann gleich MA3. MA3 ist in diesem Fall kein Vektor, sondern nur eine Komponente. Die Tilde war da falsch. Ist dann, und jetzt setzen wir einmal alle Werte ein. Und das sind dann 30,61 Newtonmeter. Tatsächlich ist es hier schon positiv. Das ist aber noch nicht unser Endergebnis. Denn wir müssten jetzt noch im zweiten Schritt den Betrag davon berechnen. Da wir aber wissen, dass der Betrag sich aus der Wurzel von allen Komponenten zum Quadrat ergibt, wissen wir, 0 Quadrat ist 0 plus 0 Quadrat bleibt 0 und MA3 Quadrat, davon die Wurzel, ist ja gleich MA3. Hierbei setzt sich einfach der Betrag positiv.
Das heißt, wenn wir hier ein negatives rausbekommen würden, wäre das Ergebnis jetzt positiv und unser Endergebnis ist 30,61 Newtonmeter.